Herr Gehring, Ivan Duque ist neuer Präsident und frisch im Amt. Einer der Reformvorschläge Duques bezieht sich auf das von Vorgänger Santos abgeschlossene Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla und die damit verbundenen Gesetzesvorschriften. Duque fordert unter anderem gerechtere Strafen für Kapitalverbrechen der Guerilla und will so die Straflosigkeit bekämpfen. Welche Auswirkungen hat die Stimmung des Landes denn auf diesen Kurs? Ja, zunächst muss man sagen, dass natürlich bei der Wahl des Präsidenten eine Vielzahl von Themen mitentscheidend waren. Ein Thema war das Friedensabkommen. Was die Thematik der Kapitalverbrechen und schärferer Strafen betrifft, muss man auch abwarten, was der neue Präsident letztendlich umsetzen kann. Zwar entspricht diese Forderung mindestens einer Hälfte der Bevölkerung, die schärfere Strafen fordert. Auf der anderen Seite ist im Friedensabkommen aber natürlich abgesichert, dass bestimmte Inhalte auch nicht geändert werden können. Im Rahmen des Wahlkampfs wurden natürlich eine Fülle von Themen besprochen. Der Friedensvertrag war ein Thema davon. Wichtig ist hier zu bemerken, dass natürlich im Wahlkampf ganz deutlich zum Vorschein kam, dass es sich jetzt um 48 Millionen Kolumbianer dreht und nicht wie die letzten 4, 5 Jahre um 8000 Ex-Guerilleros. Ein Sondergericht für den Frieden ist Teil des Friedensvertrages, den Regierung und FARC nach jahrelangen Verhandlungen Ende 2016 unterzeichnet haben. Geständige Täter erhalten einen erheblichen Strafnachlass. Ist das ein effektives und zielführendes Mittel für den Frieden? Ja, ich denke, da muss man etwas differenzieren. Zwei positive Punkte der JEP, also dieser Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, werden ohne Zweifel sein, dass man damit zur Versöhnung innerhalb der kolumbianischen Gesellschaft beitragen möchte. Ein weiterer positiver Punkt kann sein, dass die Opfer auch Gerechtigkeit nicht nur jetzt in monetärer Form, sondern auch durch Aufarbeitung der Verbrechen an ihren Familienangehörigen bekommen werden. Mit Kolumbien verbindet man in Deutschland in erster Linie den Friedensprozess. War denn die FARC-Guerilla das größte Problem des Landes? Ja, das denken viele Menschen in Europa. Aber man muss ganz klar sagen, dass die FARC und die Guerilla-Organisation der letzten 50 Jahre eher auch Symptome für noch größere strukturelle Probleme in Kolumbien sind. Stellen Sie sich vor, dass wir in Deutschland, in Kiel und in Konstanz und in Saarbrücken und in Görlitz keine einheitlichen Rahmenbedingungen hätte, was Schulsysteme betrifft, was das Gesundheitswesen betrifft, was Verwaltung und Polizei betrifft. Genau das ist in Kolumbien der Fall. Es gibt Regionen, in denen der Staat mit seinen Funktionen präsent ist, vor Ort ist. Und es gibt diese sogenannten Konfliktregionen, in denen kein Staat präsent ist. Und in diese Regionen kommen dann sogenannte illegale Gruppen, kriminelle Gruppen, sei es Guerilla, sei es die Narkobanden, sei es Mafia, seien es korrupte Lokalpolitiker. Solange Kolumbien es nicht schafft, einheitliche Bedingungen zu generieren im ganzen Land, solange werden auch diese sogenannten Konflikte nicht verschwinden. Sie haben kürzlich am nationalen Treffen der Versöhnungskommission teilgenommen, an der sich zahlreiche Kirchenvertreter aus Konfliktregionen und Diözesen auch beteiligt haben. Hat die kolumbianische Kirche so viel Macht, um einen wichtigen Beitrag zur effektiven Konfliktlösung beizutragen? Ja, die kolumbianische Kirche hat einen enormen Einfluss als Mediator, als Moderator zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, gerade in den Konfliktregionen. Insofern ist oft der Pfarrer der einzige Vertreter einer Struktur, einer Institution in diesen sehr, sehr dünn besiedelten Konfliktregionen und vermag es zwischen Guerilla, zwischen Zivilgesellschaft, manchmal auch dann Regierung und der Polizei und dem Militär vor Ort zu vermitteln. Welchen Beitrag leistet die Konrad-Adenauer-Stiftung denn insbesondere in den entlegenen Regionen des Landes? Ein wichtiger Punkt in Kolumbien, in einem zentralistisch strukturierten Land, ist es überhaupt, in die Regionen zu gehen.
Und insofern arbeiten wir in ganz praktischen Themen, oft von der Trinkwasserversorgung bis hin zur Ermutigung von Frauen, sich bei Gemeinderatswahlen zu engagieren. Ein weiterer wichtiger Punkt in Kolumbien ist es, die Menschen zu ermutigen, miteinander auch kritisch und strittig zu diskutieren und nicht nur übereinander, vor allem über dann Menschen oder Konkurrenten, die meistens nicht vor Ort sind. Zum anderen bringen wir dann natürlich als Rückkopplung die Sorgen und Nöte der Regionen nach Bogotá zurück. Es ist ganz, ganz wichtig, dass im Kongress, also in der Hauptstadt, dann auch die Sorgen und Nöte der Region stärker berücksichtigt werden. Man kann ganz einfach sagen, das Friedensabkommen mit der FARC oder auch mit anderen Gruppen wird in den Regionen Erfolg haben oder wird dort auch scheitern.